dann ging es dann also los. 12. Januar habe ich mich mit dem ganzen Kram etwas näher befasst. Ich wusste gar nicht, wo ich also anfangen sollte. Also, was macht der gescheite Mann? Er macht sich einen Plan. Kannst du da was drauf erkennen? Nein. Nein, natürlich nicht. Ich zeige euch das mal. Komm mal näher ran. Hier seht ihr einen kleinen Umriss unserer Wohnung, handschriftlich und eingezeichnet, wo ich was eintragen oder installieren wollte. Das in grün. Weil ich kam überhaupt nicht mehr klar, wo ich was hinstellen sollte. Aber naja, anyway. Es hat funktioniert, muss ich echt sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ja, dann habe ich also angefangen, die Smart Home Zentrale einzubinden. Ging eigentlich auch relativ einfach. Stecker rein, mit WLAN verbinden, beziehungsweise an Router anschließen. Das Teil hat sich selbst installiert. So, dann Passwort und. Also Account anlegen, Passwort. Also dieses Übliche. Funktionierte. Gab ein kleines Problem. Das steht ja auch so in der Beschreibung nicht so vernünftig drin, weil man muss erst die Seriennummer, die auf der Unterseite ist, die muss man auch bei der Registrierung angeben. Jetzt stand das Ding aber schon im vollen Saft und war fröhlich am sich hinblinken. Also musste ich das dann alles irgendwie unterbrechen. Ich habe es mir dann einfach gemacht mit meinem Handy, Foto von der Seriennummer und die dann eingetippt. Klappte also. Ein einziger Punkt ist aber da, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Während der Einrichtung tauchte dann auf einmal und auch wirklich nur ganz kurz auf, ich habe mir das hier aufgeschrieben, ich lese das jetzt mal ab. Da stand nämlich dann was, die App ist für 24 Monate kostenlos. Ja, und dann? Es stand nicht bei, was es dann kostet. Es stand nicht bei, was dann passiert, wenn ich das nicht zahlen möchte und. Also Internetrecherche. Und dort habe ich dann mal gefunden, für die ersten 24 Monate kann die Zentrale kostenlos genutzt werden. Danach fallen 15 Euro pro Jahr an. Gut. Der Beitrag ist jetzt schon vom 26.01.2018, also fast 2 Jahre alt. Und es kann durchaus sein, dass es mittlerweile da schon eine Änderung gegeben hat. Aber entweder ist es teurer geworden oder ist es günstiger geworden. Aber schöner wäre es gewesen, wenn diese Info, wenn man diese App benutzt, vielleicht mit zu erwähnen, weil weder in der Beschreibung noch auf der Verpackung nirgendwo stand das. Und das wäre einfach mal schön gewesen. Ich meine, gut, 15 Euro im Monat, im Jahr ist jetzt nicht die Welle, aber die Info sollte auf jeden Fall irgendwo stehen, wo man es erlesen kann und nicht dann auf einmal von der App überrascht wird. Genau. Hey, 24 Monate gratis. Zumal, es ist ja auch nirgendwo erwähnt, was passiert denn wirklich, wenn ich diese 15 Euro nicht bezahlen möchte? Schaltet sich dann die Zentrale ab? Kann ich dann die App nun nicht mehr benutzen? Funktioniert das ganze Smart Home System nicht mehr? All das, ne, das führt nur zu unnötigen Spekulationen. Ja, also das war das Thema Smart Home Zentrale.